Wie einmal tauscht die Badminton Cracks vom BC Uzwil den Shuttle gegen den Böck. Schlittschuhe statt Turnschuhe und Stock statt Racket. Ein Torschweizer König und eine tapfere Lady. Der Badminton Club Uzwil am Hockey-Blausch-Turnier 2012. Freunde, ich begrüße euch hier ganz herzlich in Niederuzwil, in der Eishalle, wo der Badminton Club Uzwil das Debüt bringt im Eishockey. Thomas, wie geht's da? Sehr gut. Wir haben wirklich ein super Team heute zusammen. Es macht mega Spass. Wir haben eine super Unterstützung. Und ich freue mich auf die nächsten drei Spiele, die wir noch werden haben. Thomas, du hast heute das erste Goal geschossen. Wie fühlst du dich? Super. Sensationell. Sehr gut. Hast du das Gefühl, machst du noch mehr Goal heute Abend? Ja, ich hoffe, sie brauchen noch ein paar gute Pässe von den Männern, dann klappt das dann. Tommaso entwickelt sich immer mehr zu unserem Top-Torschützen. Der Rest ist gerade im Moment am Einknicken, eventuell zu den Fajitas, die wir vorne gerade gegessen haben. Merkt man, die Kondition lädt ein bisschen nach? Nein, noch nichts. Noch nichts. Macht Spass? Ja, sehr. Magst du nicht mehr? Nein, definitiv. Ja. Aber sonst bin ich stark. Sehr gut. Ich bin stark. Berg verlieren und so. Jetzt muss ich schnell rein. Verschnaufpause haben und in den letzten zwei Minuten mache ich nochmal das Goal. Super, sehr gut. Ist langsam die Übung draussen? Langsam warm bin ich. Oder hast du etwas geändert? Ja, von der Stock immer richtig Ort. Nach drei Spielen, eine Niederlage, ein Unentschieden und ein Sieg. Haben wir jetzt hier noch Betreuerin Petra. Wie ist es so für dich? Ja, ich meine, unser Team hat sich optimal vorbereitet. Unsere Mannschaft ist in Topform. Wir haben die besten Spieler dabei. Einfach eine super Arbeit. 2 Siege, 1 Niederlage leider. Aber dafür ein Topscorer mit 5 Goals. Jetzt hatten wir auch noch das letzte Spiel. Wir können heute Abend von einem erfolgreichen Abend reden, oder? Ja, meine. Ja. Sehr gute Teamleistung, super Spiel. Da können wir stolz sein auf die Mannschaft. Was war die Herausforderung, die du am meisten zu arbeiten gemacht hat heute Abend? Wenn ich schiessen wollte, den Puck treffen. Und das Bremsen natürlich.